Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung, des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 11. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschriften, Drucksache 19/5222, Drucksache 19/4970. Berichterstattung, Herr Kollege Klein. Dazu kommt der Änderungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit Drucksache 19/5220. Herr Abg. Klein, Sie haben das Wort. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses zum vorgelegten Gesetzentwurf mitteilen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herr Abgeordneter, ganz herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Erst das Wort Herr Abg. Honka für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, den wir jetzt in zweiter Lesung vorliegen haben, ist, glaube ich, weitestgehend das, wie unser Sammelgesetz sein sollte, kurz und übersichtlich. Er hat allerdings an einer Stelle durch unseren Änderungsantrag doch eine wesentliche Veränderung bekommen. Und deswegen beantrage ich auch gleich zu Beginn schon die dritte Lesung des Gesetzentwurfs, und zwar nicht nur für den RTA, sondern auch für den UJV. Denn, und das wissen Sie alle, wir haben einen Änderungsantrag angebracht zum Thema des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes. Er wurde uns von Frau Ministerin nach dem letzten Plenum schon einmal in einer Obleuterunde angekündigt. Denn wir haben dort das in Anführungszeichen Problem, dass wir aufgrund der Rechtslage dort die Gesetzeslage anpassen müssen, weil wir entsprechende Urteile bekommen haben der Strafvollstreckungskammern, die uns dazu zwingen, dort das Gesetz noch einmal auch inhaltlich anzufassen. Ich denke, wir haben dort einen Weg gefunden. Wir haben es im letzten Plenum ja auch noch einmal den Änderungsantrag insofern leicht korrigiert, um jetzt einen Weg zu finden, das Gesetz an die Rechtslage und die tatsächliche Lage gescheit und richtig anzupassen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass die Obleute dort zugänglich waren für die Argumentation, dass wir dieses Problem auflösen und nicht deswegen ein extra eigenes Gesetzgebungsverfahren durchführen müssen. Weiterhin haben wir durch den Änderungsantrag noch zwei Ergänzungen. Die eine stammt aus dem Bereich des Hauptausschusses, wo sich ja die Obleute entsprechend verständigt haben, dass es möglich ist, das mit aufzunehmen, und das andere aus dem Bereich des Wirtschaftsausschusses, wo ebenfalls eine entsprechende Verständigung erfolgt ist. In diesem Sinne können wir, glaube ich, dem Gesetzentwurf hier heute in zweiter Lesung inklusive dem Änderungsantrag mitberaten und ihn dann heute Abend in dritter Lesung fertig machen, sodass er dann am Donnerstag hier zur dritten Lesung uns vorgelegt werden kann. Vielen Dank. Nächstes Wort hat Herr Dr. Wilken für die LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, wir sind alle aufeinander zugegangen, damit das jetzt möglich wird, heute Abend, zwei Monate nach der ersten Lesung, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass in diesem Sammelgesetz sich eben nicht nur das Übliche der Veränderungen von Gesetzesbezügen oder der Verlängerung verbirgt, sondern eine inhaltliche Veränderung vorgenommen worden ist, dass wir diesen Weg so gehen können. Aber ich möchte noch einmal mit aller Deutlichkeit sagen, wenn wir uns das Instrument des Sammelgesetzes erhalten wollen, dann darf so etwas nicht wieder passieren. Weil es ist nun einmal so, dass mit diesem Gesetzentwurf eine inhaltliche Veränderung eines Gesetzes vorgenommen wird, das wir im Zweifelsfall nur in einem Fachausschuss beraten können, damit wir entscheiden können, ob diese inhaltliche Veränderung richtig ist, ob wir ihr infolgedessen zustimmen können oder eben nicht. Dass wir jetzt nach zwei Monaten heute Abend diese Fachausschussberatung haben, ist gut. Wir werden auch im Fachausschuss konstruktiv da weiter daran mitarbeiten. Ich bin auch sicher, dass wir in der dritten Lesung am Donnerstag dieses Gesetz verabschieden werden. Aber meine warnenden Worte noch einmal ganz klar. Dieses Instrument Sammelgesetz, was
von uns schon häufig kritisiert worden ist, wird absolut kritikwürdig, wenn sich darin inhaltliche Veränderungen verbergen. Wir werden weiter aufpassen. Wir werden weiter suchen. Falls Sie das vorhaben, werden wir Sie wieder darauf aufmerksam machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Kollegin Hofmann für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erneut beraten wir ein 11. Gesetz zur Verlängerung und Geltungsdauer von Rechtsvorschriften, erneut ein sogenanntes Sammelgesetz, in dem zahlreiche Vorschriften, ich will es mal so formulieren, versteckt sind. Das passt bei diesem Gesetzgebungsverfahren, dieses Wort versteckt, sehr gut, denn wir haben schon gehört, dass jetzt im Gesetzgebungsverfahren doch einige Unstimmigkeiten doch aufgetaucht sind, die vorher dem Justizministerium leider entgangen sind. In der Tat, Sammelgesetz bedeutet, dass wir hier über 10 Gesetze verändern. Zum Teil gibt es redaktionelle Anpassungen und unproblematische Veränderungen, aber auch ganz schöne inhaltliche Schwerpunkte, die auch politisch zu bewerten sind, meine Damen und Herren. Und da möchte ich noch einmal 3 Akzente klar benennen, auch hier in der zweiten Lesung. Nämlich, das ist die Frage der Beratung, der Schuldnerberatung, wo es auch noch einmal Anregungen im Gesetzgebungsverfahren gegeben hat, zu der die Ministerin leider keine Stellung genommen hat. Ich kann Ihnen für die SPD-Landtagsfraktion ganz deutlich sagen, dass wir solche Anregungen ernst nehmen, denn wir wollen auch hier in Hessen eine gute und ausreichende Schuldnerberatung. Das ist für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb muss man auch da genauer hinschauen, meine Damen und Herren. Ich möchte ausdrücklich auch noch einmal das Kommunisierungsgesetz erwähnen, das einfach von Ihnen, so ist es beabsichtigt, verlängert werden soll. Wir wissen alle, dass damit den Landräten und Oberbürgermeister neue Aufgaben übertragen worden sind und so, wie wir es von dieser Landesregierung gewohnt sind, eben auch aber neue Aufgaben übertragen worden sind, aber ohne die erforderlichen zusätzlichen Mittel. Wir wissen ja, dass diese Landesregierung kommunalfeindlich ist. Das lassen wir Ihnen an der Stelle nicht durchgehen. Nein, wenn die Kommunen neue Aufgaben bekommen, und wenn sie Aufgaben bekommen, das ist eine Frage der Konnexität, dann müssen sie auch die erforderlichen Mittel dafür bekommen. Und auch hier Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Dritter Punkt, den ich auch noch einmal hier ausdrücklich erwähnen will, weil er ganz wichtig ist, dass Sie hier das Gesetz zum Freiwilligen Polizeidienst einfach im Wesentlichen verlängern wollen und damit Flickschusterei betreiben. Wir brauchen hier in unserem Land zur Gewährleistung der inneren Sicherheit ausreichend Personal bei der Polizei. Da haben Sie viel zu spät nachjustiert. Das kann mitnichten durch den Freiwilligen Polizeidienst ausgeglichen werden. Nein, wir brauchen endlich, und da haben Sie viel zu spät eingelenkt, zur Gewährleistung der inneren Sicherheit, zur Schließung von Sicherheitslücken ausreichend Personal. Das fällt jetzt nicht vom Himmel, Polizeianwärterstellen jetzt zu schaffen, und dann muss erst ausgebildet werden. Auch das ist an dieser Stelle, meine Damen und Herren, der völlig falsche Weg. Und ein Drittes. Man kann jetzt sagen, dazu haben wir ja das Gesetzgebungsverfahren, dass man an der einen oder anderen Stelle auch nachjustiert. Die Kollegen sind schon darauf eingegangen im Bereich der Sicherungsunterbringung. Da ist es den Oppositionsfraktionen aufgefallen und zu danken, dass hier mit einem Änderungsantrag von CDU und GRÜNEN noch einmal nachjustiert wird. In der Sache fachlich sind wir einer Meinung, weil das den praktischen Realitäten entspricht, was jetzt hier vorgeschlagen wird. Aber, Frau Justizministerin, das hätte aus Ihrem Hause gleich richtig kommen müssen. Und da kann ich nur sagen, nein, dieses Gesetzgebungsverfahren ist holprig und unprofessionell, meine Damen und Herren. Und ich bin dem Kollegen Honka dankbar, dass er von sich aus schon die dritte Lesung beantragt hat, meine Damen und Herren. Aber ich will mich auch noch einmal der Kritik meines Kollegen Wilken anschließen und der grundsätzlichen Bedenken, die hier vorgetragen sind, dass
zwar hier ein Stufenverfahren, ein Stufenmodell von Ihnen praktiziert wird, so weit, so gut, aber eben keine richtigen Evaluierungsergebnisse vorgelegt werden in diesem Parlament, wohl gar keine richtige Evaluierung betrieben wird. Also sagen wir ganz klar, und ich erneuere an der Stelle auch unsere Kritik, machen Sie das doch richtig, legen Sie das dem Parlament vor. Das wäre ein sauberes Gesetzgebungsverfahren, und das fordere ich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich ein, meine Damen und Herren. Ja. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Müller aus Kassel für die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Sondergesetz hat diesmal seinem Namen alle Ehren gemacht, denn wir haben im Laufe der Beratung noch drei weitere Gesetze eingesammelt, die ein paar redaktionellen Erweiterungen bedurften. Und deswegen haben wir jetzt sehr effizient das 11. Gesetz zur Verlängerung Erfahrung gesammelt, genau, und sind jetzt in zweiter Lesung bei dem Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschriften. Worüber ich mich ein bisschen wundere, die Kritik, das haben wir ja gesagt, die Ministerin hat es ja erläutert, zum Sicherungsverwahrungsgesetz, dass der offene Vollzug da reingekommen ist, das war nicht in Ordnung, das haben wir herausgestrichen. Ansonsten war es eine Anpassung der Praxis an die Gesetzeslage, wurde weitgehend erläutert. Und deswegen haben wir ja heute auch noch einmal einen UJV, in dem wir das auch noch einmal inhaltlich erläutern können. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, Frau Hofmann, dass Sie jetzt kommen und einen breiten Rundumschlag machen, einen Blumenschock daraus aufbauen. Es wurde über nichts geredet. Wir haben die Anhörungsunterlagen bekommen nach der ersten Lesung. Wir hatten danach eine Sitzung. Da kam von Ihnen kein Wort an Kritik, wirklich kein Wort. Und jetzt bringen Sie jetzt, ja, bei dem Ausschuss, wo wir Zeit haben zu diskutieren, da kam kein Wort. Und jetzt verwechseln Sie hier auch noch Äpfel mit Birnen, nämlich bei dem Hessischen Freiwilligen Polizeidienstgesetz. Da ging es lediglich darum, dass das Wort Polizeischule durch Polizeiakademie ersetzt worden ist. Mit Stellen hat das überhaupt nichts zu tun. Dann bringen Sie doch einen Änderungsantrag ein. Genauso ging es bei den konnexitätsrelevanten Mehrbelastungen im Bereich der kommunalisierten Aufgaben. Da sind bei den Ressorts keine gemeldet worden. Keine Aufgaben sind gemeldet worden, die zu Mehrbelastungen geführt haben. Wenn Sie konkrete Dinge haben, dann legen Sie sie hier noch auf den Tisch, dann können wir doch darüber reden. Aber anscheinend kommt da nichts. Genauso ist es mit Ihrer Kritik an dem Ausführungsgesetz zur Insolvenzverordnung. Ja, da gab es kritische Stellungnahmen. Die sind aber alle erläutert worden von Ministeriumsseite. Wenn das so gravierend ist, frage ich mich, warum haben Sie das nicht diskutiert? Also, ich bin gespannt, was wir jetzt im Ausschuss diskutieren werden, ob wir dann das ganze Paket noch einmal aufmachen und noch ein bisschen länger hier sitzen. Ich freue mich auf die Debatte. Das Wort für die Fraktion der FDP hat Herr Abg. Dr. Blechschmidt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich habe bei der Rede der Kollegin Müller zwischengerufen. Wir haben eine Erfahrung gesammelt. Ich bitte es auch so salopp aufzufassen, weil ich bin ein großer Anhänger eigentlich eines Sammelgesetzes, so wie ich die viele Jahre auch die Sammelgesetze kennengelernt habe, nämlich kleine redaktionelle Änderungen und kleinere Sachen zu korrigieren. Ich möchte auch nicht als Fraktion Sammelgesetze kontroll- und gegenlesen, so in die Richtung rein, wie Herr Dr. Wilken das gesagt hat, was man auch machen könnte, sondern mich verlassen können, dass in Sammelgesetzen nur das drin ist, was rein gehört, und nicht Sachen dabei sind, die nicht reingehören. Und in dem Punkt, möchte ich anknüpfen an die Kritik, die Dr. Wilken und ich mit unterschiedlichem Zugeschlag, aber genau derselben Zielrichtung bei der ersten Diskussion hier im Parlament reingebracht haben, die eben beim Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz nicht gegeben sind. Jetzt kann man davon ausgehen, Erfahrung gesammelt, dass es bösartig ist, dass durch die Hintertür etwas eingeführt wird. Das streiche ich sofort. Das sind die Erkenntnisse, wo ich auch Erfahrung gesammelt habe in den letzten zwei Monaten, dass das bei dem Gesetz von Ministerin nicht der Fall ist. Und es kann sein, dass man etwas durchgeht und man dann etwas genauer arbeiten muss, was jedem von uns vorkommt,
wo ich mir halt gewünscht hätte, dass man vielleicht 6, 8 Wochen vorher reagiert und das abfedert, was uns heute im Konsens mit allen Fraktionen gelungen ist. In der Sache selber ist das, was als redaktionelle Änderung in dem einen Gesetz zum Tragen kommt, ist weitaus mehr als eine redaktionelle Änderung, auch unter rechtsstaatlichen Grundsätzen etwas, was diskussionswürdig ist. Ich halte es auch formal und materiell für richtig, dass eine dritte Lesung erfolgt, um die Bedeutung der Angelegenheit zu unterstreichen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal ein Sammelgesetz in dritter Lesung gehabt haben, dass es wahrscheinlich ein Ausnahmetatbestand ist. Erhoffe ich mir, wünsche ich mir. Ich möchte nicht als FDP-Fraktion, ich glaube auch nicht die anderen Oppositionsfraktionen, Sammelgesetze kontrolllesen, gegenlesen und sehe das als einen Ausrutscher an, in dem wir alle Erfahrungen gesammelt haben und vielleicht das eine oder andere auch in Zukunft etwas genauer vorbereiten, dass Sammelgesetz Sammelgesetz bleibt und der Inhalt des Sammelgesetzes auch das ist, was redaktionelle Änderung bedarf und wir die Gesetzesberatung in Sachen, die insbesondere mit dem Rechtsstaatsprinzip zu tun haben, etwas genauer vorbereiten, nicht am Rande vom Sammelgesetz, was hier offenbar versehentlich der Fall war. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Ministerin Kühne-Hörmann, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns in der zweiten Lesung des Sammelgesetzes und des dazugehörigen Änderungsantrags. Deswegen will ich zunächst zum Änderungsantrag insgesamt etwas sagen, der vorgelegt worden ist von den Regierungsfraktionen, der unter allen Fachleuten mehrerer Fachausschüsse besprochen worden ist. Denn die Änderungen, die auch in dem Änderungsantrag stehen, betreffen ja nicht allein den Justizbereich, sondern in dem Bereich ist geändert worden jetzt noch das Hessische Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch aufgrund einer erst nach Einbringung des Sammelgesetzes verkündeten Neuregelung des Bundes im Reiserecht ist es erforderlich, Artikel 3 des Sammelgesetzes zu aktualisieren. Das ist der eine wichtige Punkt. Und der andere Punkt ist die Anpassung des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes. Die mit dem neuen Artikel 10a des Sammelgesetzes vorgesehenen Änderungen sind ebenfalls aufgrund bundesrechtlicher Novellierungen erforderlich geworden. Und das Landesrecht muss im Bereich des Vergaberechts entsprechend angepasst werden. Der letzte Punkt, der geändert wird, und das habe ich mit den Obleuten ja gesprochen, ist der zum Hessischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz. Und deswegen will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass mit der Änderung lediglich beabsichtigt war, auf Vorschlag der Fachabteilung eine Klarstellung im Gesetz vorzunehmen. Also, es sollte nichts versteckt werden, das will ich noch einmal ausdrücklich sagen. Aber, Herr Blechschmidt, Sie haben es ja eben auch noch einmal angemerkt. Sondern es ging darum, dass es eine Rechtsprechung in einem Verfahren gab und dass entsprechend dem ursprünglichen Willen des Gesetzgebers im Gesetz nur verdeutlicht werden sollte, dass eine elektronische Überwachung bei der Ausführung von Sicherungsverwahrten möglich ist und die Ausführung bei Sicherungsverwahrten eben mit der elektronischen Überwachung ist das mildere Mittel, was alle wollen, sodass durch die Rechtsprechung am Ende eine Unklarheit im Gesetz entstanden ist, die dazu hätte führen können, dass am Ende zum Nachteil der Gefangenen und der Bediensteten ein Mittel hätte angewendet werden müssen, was weit mehr in die Grundrechte eingreift als das jetzige Verfahren. Deswegen will ich noch einmal sagen, wenn man das so sieht, ist es eine Klarstellung. Man kann das auch anders auslegen. Deswegen bin ich sehr dankbar für die konstruktiven Gespräche mit den Obleuten und bin auch dankbar dafür, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, im Ausschuss, im Rechtsausschuss und im UJV alle Fragen noch zu beantworten und dann in die dritte Lesung gehen können, damit sowohl die Sicherungsverwahrten als auch die Bediensteten mit dem jetzt geübten guten Verfahren weiter rechtssicher arbeiten können. Ich habe nichts mehr hier. Nur die Möwe noch in die Windeln. Die Spielbank ist morgen um 15 Uhr. Ich stelle fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Damit ist die zweite Lesung vollzogen und es ist dritte Lesung beantragt. Und wir überweisen den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag zur Vorbereitung der dritten Lesung in den Rechtsausschuss der UJV. Das ist so beschlossen. Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass diese beiden Ausschüsse im Sitzungsamt 510W nach Schluss dieser Sitzung hier zusammenkommen und das beraten werden. Meine Damen und Herren,
Wir wollen für heute enden. Noch zwei Hinweise. Der eine Hinweis ist, dass Sie gerne eingeladen sind, die Kunstausstellung Künstler aus Hessen zu besuchen, unten im Foyer oder wie das immer auch heißen mag. Und zum Zweiten sind Sie eingeladen von der Ingenieurkammer Hessen im Restaurant zu Ihrem parlamentarischen Empfang. Ich wünsche einen schönen Abend für alle, die Besseres oder Klügeres zu tun haben. Bis morgen früh, 9 Uhr hier im Hause. Tschüss, Wiedersehen.